Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie heute erneut zu einer Folge aus unserer Sendung Auf Posten stehen begrüßen und möchte vielleicht eine etwas provozierende Frage stellen, eine Frage, die vielleicht in der heutigen orthodoxen Christenheit gar nicht so selbstverständlich ist. Die Frage nämlich, ob Jesus Christus kam, das Gesetz abzuschaffen. Die meisten würden heute meinen, ja, zumindest das Alte Testament. Er kam, um ein neues Gesetz zu bringen. Aber wie ist das im Hinblick auf das, was zum Beispiel auch die katholische Kirche lehrt? Ich habe hier vor mir einen Artikel, der in der katholischen Presseagentur Zenit am 24. April erschien. Und dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit der Tagespost herausgegeben. Und dieser Artikel ist überschrieben mit den Worten, Gottes Sohn war der Tora treu. Tora, das Gesetz. Und dann heißt es hier, Jesus schafft das Alte Testament nicht ab, sondern legt es richtig aus. Und dann heißt es in dem Artikel, dass Jesus nicht das Gebot der Elternehrung missachtet hat, sondern er prangert in Markus 7 Menschen an, die es leichtfertig durch die gelübde Praxis ausheben wollen. Und die Worte über die Entzweiung der Familie, wie Matthäus 10, 35, hat Jesus nur aus dem Propheten Micha 7, 6 zitiert, wonach der Streit unter den Hausgenossen kein Merkmal einer guten Zeit ist. Da solche Zwietracht durch das Evangelium entsteht, begrüßt Jesus nicht, sondern ist eine Folge davon, dass das Evangelium auf Menschen trifft, die unterschiedlich auf seine Friedensbotschaft reagieren. Und dann fährt der Artikel fort, Folgendes zu sagen. Dass Jesus das Sabbatgebot abschaffen wolle, entspricht nicht den Tatsachen, sondern geht regelrecht an der Intention Jesu vorbei. Mit dem Sabbatgebot ist die Sabbateinhaltung, die Einhaltung des siebenten Tags der Woche gemeint, mit anderen Worten der Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend. Es handelt sich ja nicht um die Einhaltung des Sonntags. Davon werden Sie in der Bibel nirgendwo etwas finden. Und so schreibt der Artikel der katholischen Agentur Zenit auch Folgendes. Jesus weiß mit dem Sabbat umzugehen, wie ein guter Dirigent mit der Partitur, aber nicht indem er ihn irgendwie doch aufhebt. Jesus ersetzt nicht die Tora, dann wäre das Alte Testament abgeschafft, sondern er legt sie richtig aus. Christus kam, um das Gesetz groß zu machen. Er erklärte, dass wir das Gesetz bereits dadurch brechen, wenn wir die Intention des Gesetzes brechen. Also nicht nur, wenn wir Ehebruch begehen, sondern auch, wenn wir eine andere Frau mit Gedanken ansehen, um mit ihr Ehebruch begehen zu wollen. Interessant ist hier die offizielle Auffassung der von der katholischen Kirche vertretenen Meinung, dass Christus nicht kam, das Gesetz abzuschaffen. Mit anderen Worten, dass er nicht kam, die 10 Gebote abzuschaffen, und dazu zählen natürlich dann auch die Gebote im Hinblick auf zum Beispiel die Götzenverehrung oder den Sabbat. So, wie kommt es dann, dass wir heute in der orthodoxen Christenheit den Sabbat nicht mehr halten, sondern dass wir ihn durch den Sonntag ersetzt haben? Sollten wir nicht als Nachfolger Jesu Christi so leben, wie er gelebt hat? Er sagte, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, ich bin nicht gekommen, es abzuschaffen, sondern zu erfüllen, es mit dem wahren Gehalt anzufüllen. Er hat gesagt, ich habe die Gebote meines Vaters gehalten, und er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass für das Volk Gottes noch die Sabbatruhe bestehen bleibt. Kardinal Gibbon hat Ende des letzten Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass die katholische Kirche eine Änderung vorgenommen hat von dem Sabbat auf den Sonntag, dass die Bibel aber eine solche Änderung nicht vorschreibt, noch nicht einmal gestattet. Aber er ging davon aus, dass die katholische Kirche das Recht hat und die Befugnis hat, so etwas zu tun. Sie, meine Damen und Herren, müssen sich die Frage stellen, ob dies in der Tat dem entspricht, was uns die Bibel sagt. Ob es in der Tat dem entspricht, was uns Jesus Christus sagt. Wenn Jesus Christus der Herr des Sabbats ist, wie er sagt, der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Und wenn er die 10 Gebote gegeben hat, die in der Tat im Alten Testament geschrieben stehen, die er aber dann auch im Neuen Testament wiederholt zum Ausdruck gebracht hat. Und wenn er sagt, dass er die Gebote des Vaters gehalten hat und dass er will, dass wir das Gleiche tun, dann müssen wir natürlich uns die Frage stellen, wie weit wollen wir gehen, um dann das Gesetz zu halten. Wie weit wollen wir gehen, um dem zu folgen, was Jesus Christus, der Sohn Gottes, uns gesagt hat, wie er gelebt hat? Er kam nicht, das Gesetz abzuschaffen, wie es hier in diesem Artikel klar und deutlich zum Ausdruck kommt, sondern um das Gesetz zu erfüllen, um uns zu zeigen, wie wir es in der richtigen Weise halten können.
überlegen sich gut, wie sie auf diese Konfrontation antworten wollen in ihrem eigenen Leben. Es könnte nämlich davon sehr viel abhängen, wie Gott sie später einmal beurteilen wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für die Sendung Auf Posten stehen.